Thema sein. Wie werden wir dieses Thema in der Saison umsetzen und was bedeutet es für dich, im Moment zu sein? Als Musiker glaube ich, jedes Mal, wenn ich musiziere, muss ich im Moment sein. Musik lebt nur im Moment. Aber mit dem Sein ist es nicht nur, um im Moment zu sein, sondern es geht mehr um uns als Menschen, was wir sind. Nicht, was wir sein wollen, sondern wie wir menschlich im Moment sind. Das heißt, vielleicht nicht nur die helle Seiten des Seins, sondern auch die unschöne, die dunkle, die weniger perfekte, aber sehr menschliche Seiten. Wir haben tolle Fotos erhalten vom Fotomuseum Winterthur. Die wurden basierend auf unserer Vorgabe zum Thema Sein kuratiert. Jetzt, wenn man diese Fotos anschaut, sind sehr echt, teilweise düstere Momente. Was hat das dann schlussendlich mit unserer Musik und im weitesten Sinne mit Mozarts 40. Sinfonie zu tun? Ja, das ist eine geniale Kombination. Die letzte Saison mit Mozarts 39. Sinfonie waren wir auf die helle Momente fokussiert. Idealisierte Momente, schöne Proportionen, klassische Architektur, idealisierte Natur auch. Mozarts 40. Sinfonie ist das absolute Gegenteil. Es geht wirklich um die dunkle Seite, um Schmerz, um Leiden, Theater des Leidens haben wir auch das so genannt. Es geht wirklich um die imperfekte Seiten, um die Falten, um was nicht schön ist. Und ich finde, Kunst kümmert sich nicht nur um Schönheit, sondern um Wahrheit, um Realität. Und Mozart hat durch diese Sinfonie auch die Tür geöffnet für alles, was Romantizismus und Expressionismus dann später heißt oder genannt wird. Es geht nicht mehr um die Leute zu entzücken, es geht um ein Bild der Realität und schlussendlich auch ein Spiegel vor dem Publikum zu setzen. Wenn die Menschen zu uns ins Konzert kommen, dann erwarten sie häufig auch etwas Tolles, Schönes, Joy. Aber manchmal gibt es auch Stücke, die gehen sehr tief, die irritieren, die lösen Gefühle aus, gerade auch in der neuen Musik. Aber ich glaube, das ist das, was auch Mozart schon gemacht hat mit der 40. Sinfonie. Es ging nicht einfach nur um Unterhaltung, sondern um tiefe Gefühle und tiefergehende Momente. Absolut. Es gibt natürlich immer die Diskussion, ob Kunst sich nur mit Schönheit kümmert oder mit Wahrheit. Mhm. Ich bin natürlich für die zweite. Sinfonien wie Mozart 40. kennen wir so gut, dass sie ein bisschen den Kraft, die Modernität verloren haben. Deswegen finde ich, ist einfach wichtig, den Kontext gut zu verstehen und auch interpretatorisch ganz klar darstellen, was für eine Dunkelseite, was für eine, was für Schmerz, was für tiefe Gefühle in diese Musik drinstecken. Und der Mozart hat ja diese drei letzte Sinfonien nicht mehr als Unterhaltungsmusik geschrieben, sondern wirklich, die waren sehr persönliche Werke, die viel mehr mit seine Erfahrungen als Mensch hatten. Und ich glaube, so müssen wir sie auch sehen. Deswegen habe ich sie auch für diese Triptychon gewählt. Und ich finde, das passt auch gut zu unseren zwei Meisterwerken, weil da haben wir auch genau dieses Thema drin, La Passion de Simon von Callas Arrau und eben Bachs Matthäus Passion. Also auch hier nicht einfach nur Unterhaltung, sondern tiefe Gefühle, düstere Momente. Absolut. Manchmal ist eine Schmerzreise wichtiger als nur ein entzückender Moment. Zu unserer Triptychon gehört ja die Idee, zu jeder Mozart-Sinfonie eine neue Auftragskomposition zu stellen. Wir haben die junge Komponistin aus Mexiko, Diana Circe, gewählt. Ich freue mich sehr, ihre Musik aufzuführen. Kannst du uns etwas zu Diana sagen? Also das Thema ist ja wieder, wie wir vorhin gesagt haben, einen Kontext geben. Und wir wollen einfach einer jungen Komponistin mit einem ganz anderen Background, nicht aus Europa, sondern aus Mexiko,
die Möglichkeit geben, wie einen Kontext zu Mozarts 40. Sinfonie zu geben. Das ist immer auch ein Risiko, weil man übergibt eigentlich eine Möglichkeit einer jüngeren Person. Und uns ist einfach wichtig, dass es neben Mozarts 40. Sinfonie einen Kommentar gibt. Wie der aussieht, das wissen wir nicht. Du hast, glaube ich, mit ihr aber auch schon gesprochen. Sie freut sich sehr, sie liebt diese Sinfonie. Und es ist am Schluss aber auch eine Überraschung für uns. Ist es manchmal ein Zitat? Ist es eine komplette Gegenreaktion auf das, was Mozart geschrieben hat? Es wird die gleiche Orchestergröße sein, plus minus. Also klanglich könnte sie in den gleichen Regionen sich bewegen, aber von der Sprache her bin ich sicher, dass es ganz anders klingen wird. Und es geht natürlich in die Richtung, dass wir auch hier mit dem Erbe von Werner Reinhardt junge Komponistinnen und Komponisten weiterhin fördern und Möglichkeiten geben für neue Werke zu kreieren. Im Musikkollegium haben wir ja eine lange Tradition von bedeutenden Freundschaften mit ganz wichtigen Künstlern. Und für diese Triptychon haben wir uns gedacht, wir sollten das irgendwie dann labeln, einen Namen geben. Wir haben sogar zwei Namen, oder? Wir haben Artistic Partners und wir haben auch Follow-Künstler. Es ist so eine Freude, ein bisschen mehr zusammen zu erforschen mit diesen Künstlern. Kannst du uns erklären, wer sie sind für die nächste Saison und was für Highlights wir erfahren werden? Genau, also das Tolle ist, dass wir auf diese Reise mit dem Triptychon auch 5 Artistic Partners mitnehmen. Wir haben Barbara Hennigan, wir haben Jean-Guyen Queyras, wir haben Reinhard Goebel, wir haben Andras Schiff und wir haben Caroline Shaw. Also 5 komplett unterschiedliche Künstlerpersönlichkeiten. Und die haben alle die gleiche Aufgabe eigentlich mitgekriegt, diese 3 Jahre mit uns zu denken. Das Schöne ist, dass dadurch langjährige Partnerschaft entsteht. Sie lernen auch das Orchester kennen. Sie wissen vielleicht nach dem ersten Jahr noch besser, was sie das zweite und das dritte Jahr programmieren können, weil sie einfach auch den Klang, die Musikerinnen und Musiker aus dem Orchester kennenlernen. Es ist so eine Freude, die Hashtag Follow Künstler in Winterthur zu haben, weil es geht nicht nur um einfach ein Konzert zu sehen, sondern eine ganze Woche, wo diese Künstler bei uns sind, uns besser kennenlernen, mit dem Publikum ein bisschen mehr Kontakt haben. Und man hat das Gefühl, nach dieser Woche hat man diesen Künstler in die Tiefe kennengelernt. Mhm. Ich bin sehr froh, dass wir den Reinhard Goebel für ganz schöne Barocktage haben werden. Der ist ja der größte Barock-Experte der Welt und er wird mit uns nicht 2, sondern 3 Konzerte, Barockkonzerte machen und seine Lieblingsbarockkomponisten erklären durch Musik und durch auch einen Gesprächskonzert. Es kommt aber auch ein total verschiedenes Profil, das ist die Gabriela Montero, die aus Venezuela, Pianistin, nicht nur eine Virtuosin mit dem Klavier, sondern auch eine besondere gute Improvisatorin. Sie ist weltberühmt für diese Improvisationen. Man gibt sie ein Thema, ein musikalisches Thema, und sie improvisiert einfach stundenlang, wenn man will. Ja. Und das wird wirklich eine neue Schicht, eine neue Perspektive an unsere Winterthur-Publikum auch bringen. Und das dritte Follow, Hashtag Follow, wird die Third Coast Percussion. Kannst du uns ein bisschen sagen? Ja, diese Jungs aus Chicago habe ich mal kennengelernt bei einem Konzert auch in Luzern. Und sie sind wirklich das, was man eine Band nennen kann, 4 Perkussionisten. Sie sind unglaublich vielseitig. Sie haben auch einen Grammy Award gewonnen für das beste Ensembleprogramm. Das war ein Steve Reich Programm. Und daher kommt eigentlich auch ein bisschen die Einladung, Steve Reich, Minimal Music, im Moment sein, so ein bisschen Meditation. Wir werden also auch ein Format mit diesen 4 auf der Bühne haben, auch ein Format zum Thema Meditation. Sie werden mit Schülerinnen und Schülern arbeiten. Wir werden eine Orchesteraufführung mit 4 Perkussionisten als Solisten haben. Also auch ein Format, das man vielleicht jetzt nicht so häufig sieht. Wir freuen uns auf vieles. Kannst du mir aber nur 3 Highlights sagen, wo du dich besonders freust? Also etwas, wo wir stolz drauf sein können, ist, dass wir mit Caroline Shaw, einer unserer Artistic Partners, ihre eigene Gruppe, nämlich eine A-Cappella-Gruppe, Roomful of Teeth, zu Gast haben werden.
Das ist auch speziell für die ganze Schweiz. Die sind selten in Europa unterwegs, eine amerikanische Gruppe. Darauf freue ich mich sehr. Das Zweite ist, hatte leider letztes Mal nicht geklappt, weil Matthias Pinchot kurzfristig wegen Corona absagen musste. Jetzt kann er kommen, hoffentlich klappt es, aber ich bin mir sicher, mit Gran Partita und Mozart, mit einem neuen Werk von Kaja Czernowin für Gringolds und mit dem Wagner Siegfried Idyll als Eröffnung. Also ein tolles Programm. Und als Drittes freue ich mich natürlich auf die Eröffnung mit dir. Auch eine Premiere für das Musikkollegium Winterthur, nämlich Edvard Grieg, Klavierkonzert, A-Moll mit Jan Lisetzky, den du auch kürzlich auch kennengelernt hast und mit ihm schon gespielt hast. Genau. Meine Highlights hast du gehört. Welche sind deine drei Favoriten der nächsten Saison? Naja, es gibt viele Highlights. Zum Ersten würde ich sagen, bestimmt die Matthäus Passion. Das ist ein Meisterwerk, ein Monsterwerk. Ich freue mich extrem, diese wunderbare und einmalige Musik zusammen mit fantastischen Sängern und unseren Kollegen aus dem Musikkollegium Winterthur zu machen in der Stadtkirche in Winterthur. Ich glaube, es wird eine richtige Sternstunde sein. Dann freue ich mich sehr, dass wir viele verschiedene Kammermusikgruppen aus dem Orchester durch die Saison hören werden, um nicht nur in die Musikhalle, sondern auch im Music for a While, im Römerholz Museum, auch im romantischen Herbst, das Winterthur Stadtquartett, aber auch viele andere Gruppen aus dem Orchester. Das zeigt wirklich den Vielfalt, wie reich unser musikalisches Leben ist, nicht nur in dem Orchester, sondern auch in die kleinen Gruppen. Und ein dritter Highlight wäre bestimmt dem Programm mit Hugh Montague Randall. Das ist ein extrem wunderbarer Bariton, sehr jung, aber ja, schon eine Karriere, die einfach weltweit geht. Er wird die berühmte Kindertotallieder von Mahler singen und dazu habe ich Werke von Heinz Holliger, von Arthur Honegger gewählt. Und ich glaube, das wird ein bestimmt tiefes und ganz schönes Programm sein. Mit dir als Dirigenten? Ja, auch. Wir haben ja viel über die klassische Repertoire in unserer Saison. Es gibt aber viel mehr bei uns. Was können wir erwarten in dieser Seite? Ja, also in dieser Saison hatten wir zum Beispiel auch La La Land mit Film und Musik im Theater. Solche ähnliche Projekte gibt es auch in der nächsten Saison. Zum Beispiel Buster Keatons The Cameraman mit Orchester und Film im Stadthaus. Aber wir gehen auch wieder für eine größere Produktion ins Theater, auch Film und Musik, nämlich The Artist mit auch toller Live-Musik mit Orchester. Dann haben wir auch wieder Schnittstellen zum Jazz. Wir haben Ilva Aigus, eine ganz junge Geigerin, vor kurzem im Orchester kennengelernt, im Konzert. Jetzt kommt sie mit ihrem Vater, Nick Bertsch, ein ganz bekannter Schweizer Jazz-Minimal-Musiker, Jazzmusiker. Er kommt im Duo mit seiner Tochter. Dann haben wir Johanna Summer, eine sehr, sehr junge, talentierte Jazzpianistin. Und am Schluss der Saison wird es wieder sehr warm im Stadthaus. Nämlich spielen wir kubanische Klänge, das heißt Wawanko, eine Zusammenarbeit mit kubanischen Musikerinnen und Musikern, mit einem Kanti-Chor, der Kanti Riechenberg. Und das alles im Stadthaus während der Afropfingsten. Also auch da gibt es eine Schnittstelle zu anderen Festivals und Institutionen in Winterthur. Dominik, wenn wir programmieren, wir träumen zusammen. Und wir haben so viele Ideen. Es ist aber besonders schön, wenn diese Ideen dann Realität werden.